33 Grad im Schatten, ohne Schatten. Schwimmen, Laufen, Radfahren, Triathlon. Für den ehemaligen Straßenbolzer Uwe Ampler eine völlig neue Erfahrung. Es ist mein erster und wenn Sie mich jetzt fragen, dann sage ich eigentlich mein letzter. Weltmeister, Olympiagold, viermal Sieger der Friedensfahrt. Im Radsport ein Großer, im Triathlon ein Greenhorn. Wechselzone nie gehört. Überredet worden von einem alten Kumpel. Die Idee hatte ich schon seit 20 Jahren, eigentlich, seitdem ich mit Uwe zusammen geschwommen bin beim SEDFK Leipzig. Im Laufen war ich eigentlich auch immer ganz gut. Naja, Radfahren wissen wir ja und deswegen wollte ich mal sehen, wie ich da zurechtkomme. Der Auftakt, 1500 Meter Schwimmen in Leipzigs großer Badewanne. Schon beim Durchpflügen des Kulkwitzer Sees zählte für Ampler nur eins, ankommen. Als ich an der vorletzten Boje war, da habe ich gedacht, ach du lieber Gott, noch so weit. Als 15-Jähriger war er einst vom Schwimmen zum Radsport gewechselt, Spezialstrecke 1500 Meter, verdammt lang her. Seit fast 5 Jahren tickt die Uhr in Amplers Leben anders. Spätsommer 2003, der Trainingsunfall. Ein Auto hatte ihm die Vorfahrt genommen, schwerste Kopfverletzungen. Ein Wunder, dass er überhaupt wieder trainieren kann, trainieren muss. Wenn ich eben jetzt mehrere Tage keinen Sport treibe, dann wird das Gefühl vom Kopf her eben auch nicht gut. Dann fehlt mir der Antrieb zu allem und so weiter. Ampler hat kämpfen gelernt und kämpft, auch bei seinem ersten Triathlon. Die 10 Kilometer zum Schluss für ihn die Hölle, angekommen, nur einen Wunsch. Ja, eigentlich nur noch ausruhen. Die Platzierung völlig egal, er hat gewonnen, gegen sich selbst.